So, Freunde, wir sind hier in Stuttgart. Majo, mein Bruder, hatte gerade seinen Auftritt hier in Stuttgart. Kurdo und Casey's Rebel sind vorbeigekommen auf jeden Fall. Und ja, wir haben ein kleines Spiel hier am Start, ein kleines Battle. Und zwar werde ich die Jungs nach ihren eigenen Songtexten abfragen. Mal schauen, wer die eigenen Texte noch so gut drauf hat. Ich würde sagen, fangen direkt mit dir an, Kurdo, wenn es okay ist. Okay. So, ich werde dir jetzt die erste Zeile von einem Reim okay sagen und du sagst mir einfach, welcher Song das ist und vollendest am besten den Satz. Wir wurden schnell erwachsen, alles ging zu schnell. Und plötzlich kam ein Engel auf die Welt, ist von Star. Genau, fast rund 96 kam ein Engel auf die Welt. Sicher. Ja, super. Ohne dich vergehen Stunden wie Tage. Stunden wie Tage. 100 Jahre. Nein. Bunker die Ware. Bunker mit Sahne. Ich warte auf ein Zeichen. Jetzt ist die Stunde Tage geschlagen. Ich sitze ganz alleine. Wunden und Narben, jetzt ist die Stunde Dunkel geschlagen und die Wunden sind am Warten. Warte mal, war ich nicht richtig? Ohne dich vergisst Stunden wie Tage, ich sitze ganz allein im Dunkeln und warte. Warte, ich warte auf ein Zeichen. Von welchem Song? Von Vermisstisch. Genau, richtig. War das ein Punkt? Ja, das lassen wir gerne, oder? Ja, natürlich. Ein halber Punkt. Ist das gegeneinander gleich? Ja, ja. Dann halber? Halber. Dann halber, okay, ein halber Punkt. Hey, was los, Alter? 3 Jahre hast du gebraucht. Schreib zu viel, deswegen, ich vergesse immer. Jetzt kommt, scheiß mal auf Väter, Mann, ich lass die Hunde reden. Ich machte mein Kinderzimmer zu einem Unternehmen. Ja, ich machte mein scheiß Kinderzimmer zu einem Unternehmen. Ja. Song ist? Ist von Kurdo. Kurdo, richtig. Ja, super, so 200 Punkte auf jeden Fall für Kurdo am Start. Kommen wir direkt zu Majo. Sie packt deine Koffer, wenn du weg musst. Kommst du wieder, macht sie auf im String. Macht sie auf im String. Ja, Majo, ich zieh die Scheine mit der Geldmaschine durch, die du nachts um 3 nach Hause bringst. Um 11 nach Hause bringst. Ein Punkt. Wenn ich mal heirate, hängt ab von den Misswahlen. Wenn ich mein Leben schon verpenne. Ah, dann im Ritz. Ja, aber das ist jetzt ein kein Punkt. Das ist kein Punkt. Das ist zwei. Gar kein Punkt oder Album? Ja. Also nein. Gar kein Punkt. Aber halber Punkt. Der Song heißt Blind, keine Ahnung. Da wusste ich nicht mal, wie der Song heißt. Aber du kamst drauf am Ende, oder? Null. Nicht mal ein alter Text. Ich kam ja noch. Bruder, dadurch, dass es nicht mal ein alter Text ist, würde ich sagen. Aber der war auch einen halben Punkt dran. Ja, aber Bruder, der hat ja selber gemacht. Aber auch, Bruder. Okay, ja. Die Hälfte der Zeit. Dann hab ich schon verloren. Egal, gib mir den nächsten. Okay. Gegen mich wirkt Mayweather bodenständig. Ich hab die Date am Handgelenk. Ich hab die Date am Handgelenk. Leben zwischen Playmates und Straßengangs. Bist du von welchem Film? M.A. richtig. Jawohl, Duisburg. Zwei Duisburg. Also ich habe die Möglichkeit, entweder Letzter zu werden, aber ich kann auch Erster werden. Genau. Ohne Lebensziel. Ich hatte nichts zu lachen. Denn die Situation, in der wir uns befanden, macht mir zu schaffen. Aber. Alles voran, Ghetto Malboro. Was sagst du? Ghetto Malboro. Einfach ein Schmack. So. Ja, super, das ist. Du hast doch die Zeile, Ben. Ja, ich hab die Zeile, Ben. Die anderen kriegen eine Zeile vor. Okay, okay. Das war nix, das war gebogen. Er sagt das selber, er ist Moderator. Okay, das stimmt nicht, sorry. Das ist unfair, jetzt geht's mit uns. Aber ich schwöre auf meine Mutter, mir geht's jetzt besser. Ich schwöre auf meine Mutter, mir geht's jetzt besser. Schlösser mir. In diesem? In diesen einsamen. Mein Bruder, der hilft dir, Wonga. Nein, er ist vorbei. Bruder, bei dir auch. Null. Der macht Telefonjoker. In diesen einsamen, verfickten Nächten war Geld und Alkohol mein Lebensmittel. Null. Ah, okay, nicht mehr normal, ja, stimmt, Alter. Genau. Bei ihm nimmst du die Singles, Alter, bei mir nimmst du irgendwelche. Es ist mittlerweile 8 Jahre her und du findest nicht mehr Platz in meinem Herz. Ich liebe dich nicht mehr und ich kann dich auch nicht hassen. Die Situation mit dir macht dir zu schaffen. Ich wollte dir nur sagen, du hast einen Brand hinterlassen. Boah!
Aber gut geblufft, aber gut geblufft. Ey, ich schwöre, ich hab die Zeile nochmal. Ja, Bruder, wer ist da am Werk? Ich hab die Zeile zweimal. Ja? Wer ist da am Werk? Mal, lass das mal googeln. Ich weiß auch nicht. Warte mal eine Sekunde, lass mich das ganz kurz googeln. Weil ich hab die Zeile zweimal gehört. Ja, schon damals, aber anders. Was? Sag mal. Jetzt kommt wieder die Rede. Sag mal den ersten Satz nochmal. Ich liebe dich mehr und ich kann nicht. Ich liebe dich nicht mehr. Aber ich hab die ersten auch aufgezählt, ne? Und ich kann dich. Fuck, ja, Mann, du hast recht. Bruder, lass los, ja? Lass los. Also, Bruder, kannst du bitte den Gewinner punkten? Ich muss einen Punkt holen hier, damit ich komplett blamage. Okay, das stimmt, da hat ihr noch eins. Den letzten, genau. Also mach hier nicht auf krass, du Lutscher. Ein Uppercut. Oh, Bruder! Oh. Den kenn ich sogar! Nein, Bruder! Ja. Dann sag! Okay. Ich will dir das überlassen! Ey, Bruder, ich mach so viele Alben, ich weiß nicht mehr, wo rechts und links ist! Ein Uppercut! Und ich hab den Text! Ja. Deine Zähne haben Schachbretten! Schachbretten! Ich hab deinen Text! Welcher Song? Ich hab deinen Text! Deine Zähne haben. Wo hab ich den gerappt? Oh, bei Majo, ne? Kennex in Tokio! Ah, ja, ja, stimmt! Ich muss auch, wenn ich auf Tour gehe, immer mein Programm auswendig lernen! Das heißt, es ist nicht so, dass ich alles voll im Kopf drin habe. 0 Punkte. Weil immer aber so viel neu dazukommt. Ist ja auch. Ist auch was. Hast du teilgenommen. Kannst dich ausprobieren. Ist auch eine Zahl. Okay, so Jasko ist etwas angeschlagen. Er ist erkältet, aber trotzdem. Der lacht dir jeden aus. Der hat dir jeden ausgelacht. Jetzt will ich wissen, ob du deinen Reim auch hier vollenden kannst. Ich war ein Junge mit einem sehr großen Traum. Lass mich auf die Stage. Warte. Bruder, ich hab schon den ganzen Satz schon fast vorgelegt. Was für Warten, es geht dir um Punkte, Bruder. Lass mich auf die Stage rauf und ich schreie es aus der Seele raus. Ja, okay. Welcher Song war das? Outro von Album. Rex kann er gucken. Rex kann er, ja, Outro. Gut, du schon erst mal. Herzlichen Glückwunsch. Bei dem ist schon vorzeitig Meister geworden. Was hat ich schwöre auf alles, bei dir hat er einfach Zeichen und bei dir auch. Bei mir war vor, nein, mich fickt er vor. Nein, Bruder. Ist doch so. Oder Outro, Alter. Du musst mindestens einen Punkt holen, ne? Ja, komm. Ich boykottiere dieses Spiel. Ich wurde hintergangen. Ich bin hetero und ficke deine Homo-Haltung. Macht euch besser auf ein Blutbad bereit. Boah, wenn das ich weiß, ne? Das weiß ich sogar. Ah! Bruder, du performst jetzt doch jeden Tag. Ich hab gerade gerappt, Alter. Was mache ich immer gerne? Ihr macht Bankdrücken. Aber nur im Fußballverein. Genau. Du, ah. Weiß, ey, das ist aber nur ein halber Punkt. Bruder, du hast nicht mal halbe Punkte, Leute. Das ist das Problem. Ich bin der Sieger der Herzen. Die Leute checken, dass ich gerade hier mies verarscht wurde. Hier ist eine ganz krasse Gruppenpolitik im Spiel. Eingepackt, gute Nacht, DBG, eine Macht. DBG haben wir. Tschüss, DBG! DBG aus Duisburg. Ja, okay, vollende den. Bruder, das ist von HDF, ich weiß das. Aber das ist so lange her, 6 Jahre, Alter. Woher soll ich das noch wissen? DBG, eine Macht, nein, nein, schweige. Ich weiß, wer die Scheine macht. Ich weiß, wer die Scheine macht. Übernahme eine Nacht, sag mir, wer die Scheine macht. Ja, da war Bruder HDF. Aber ich finde das jetzt so cool. Du hast uns gefickt, Bruder. Ja, Bruder, kannst du. Du weißt nur nicht mal, was du vorgestern gemacht hast. Und die drei diskutieren hier. Ein Gentleman, schweigt und genießt. Wir sind die Hoferkurde. Herzlichen Glückwunsch. Nummer 1 auf jeden Fall, ganz klar. Hast du den verdient? Sie war aber auch nicht da. Okay, warte mal. Bruder, Kamera läuft. Gib mir die Hand. Okay, wer ist nochmal Letzter geworden? Ich bin Letzter. Also. Aber auch glücklich, Bruder. Aber es waren schwierige Texte auf jeden Fall. Auf jeden Fall danke trotzdem fürs Mitmachen. Was haben wir daraus gelernt? Schreib lieber einfache Texte, so wie ich. So, das war's vom Video. Bis zum nächsten Mal, Leute. Mach's gut.